Oh, hallo. Süß. Oh, der lebt noch. Wow. Hält nicht schlecht aus, der Freund. Wie sieht's denn hier aus? Kein Gegner, gut. Na, mein kopfloser, hässlicher. Oh mein Gott, das ist ein Dicker. Boah, die verstecken sich gut dafür, dass sie solche Körperfülle haben. Hysterix, du Saugesicht. Nimm das. Stirb. So ist fein. Braves Dickerchen. Schimmernder Lebensstein. Ich will endlich mal eine Glut finden. Ach komm. Ich will endlich mal eine Glut finden, damit wir bei einem Schmied mit Seelen arbeiten können. Ich weiß ja nicht, wie lange das Spiel noch gehen soll, aber hey. Okay. Da oben ist sogar eine Nebelwand. So. Oh, eine. Ein, ja, ich sag jetzt mal Mumienkrieger mit einer Magiewaffe, hä? Huh? Hier so rumzutanzen ist eigentlich ziemlich gefährlich. Boah, der hält ganz schön gut aus. So, komm, weg mit dir. Yes! Ha, da ist ein Vorsprung. Ah nein, das war das, wo wir herkamen. Okay. Okay, ich will natürlich auf die andere Seite zu diesem Shiny. Okay, sieht noch okay aus alles. Da haben wir ja den Bogenschützen. Wenn es dabei bleibt, ist das... Oh, da geht's nicht weiter. Okay, wie komme ich denn dann dahin? Weil die Wand konnte ich nicht kaputt machen. Oder wie komme ich dorthin? Irgendwie anders, okay. Naja, muss man mal schauen. Bevor wir jetzt da hinten die Leiter hochklettern, gehen wir mal den Weg. Oh, da ist sogar ein Schalter. Ich werde mich aber hüten, den jetzt schon zu benutzen. Ja, 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 mein kopfloser Freund, kein Thema. Du willst Aufmerksamkeit? Hier kriegst du. Oh! Frisch vor meinem Schmied. Hast du mich abgeworfen? Hast du mich pariert? Du Saugesicht. Moment, das geht gar nicht. Ist kein Saugesicht. Der hat nicht mein Gesicht. Du Sau! Ich kann dich nicht mal als Saugesicht beleidigen. Ah! Naja. Da vorne haben wir eine Truhe, ne? Das ist eine Mimik. Das ist ab jetzt eine Mimik. Nein! Ach Mann, ich will mal eine Mimik finden. Ne? Falle ist es auch keine. Wieder eine Pike. Ja. Wunderbar. Epische Items. Ich glaube, ich muss noch ein... Also, wenn ich wieder spiele, mache ich ein Beweglichkeitsbild. Oh, wir haben ja hier einen Hebel. Stimmt. Und jetzt haben wir den Bottich hochgehoben. Okay. Und? War's das? Was bringt uns das? Naja, mal gucken. Was war das für eine geile Sprungrolle hier? Ja, die, das sind voll die Akrobaten. Ey, die wollen ja nur Aufmerksamkeit. Ja, du lebst immer noch. Mann, ich find's gut, dass die Gegner so viel aushalten, selbst mit relativ starken Waffen. Ich glaube, mit einer Keule wären wir vielleicht doch... Na gut, so krass viel Schaden mehr hat sie jetzt auch nicht angerichtet. Willst du uns in eine Falle locken, oder was? Überhaupt nicht in die Falle locken. Nein, kein Stück. Was macht er? Oder was hat er gemacht? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, du Sau? Oh, du Dreckschwein. Aber ohne Scheiß, jetzt ist er weg. Oh, so ein Saugesicht. Wenn ich den krieg, ne? Oh. Dem zerdepper ich mit meinem Hammer jeden einzelnen Knochen. Und du bist jetzt der Erste, der das spüren darf. Komm. Nein, du parierst mich nicht. Oh, Mann. Maske der Menschen? Der Menschchen? Oh. Was ist denn, wenn ich mich jetzt hier runterfallen lasse und dann durch die Nebelwand gehen will? Naja, egal. Das Leuchtfeuer wird entzündet. Ich setze mich dran. Und, ja, das reicht mir. So.
Yay! Ah, das ist sogar ganz praktisch. Dann können wir nämlich vor dem Spasti hier oben durch das... Okay, vielleicht anders. Wenn wir ihn jetzt erschrecken, macht er das dann kurz auf. Hallo. So, komm dann. Oh mein Gott, da sind noch mehr. Okay, so einfach war das dann jetzt doch nicht, mit diesen Spastis umzugehen. Ich dachte, ich könnte dich vielleicht dazu bringen, dass er durch das Tor durchrennt. Huh. Hört auf, mit Messern zu werfen. Das ist voll unsozial. Hau zu. Eieiei. Nein. Böses Vieh. Okay. Das mit dem da oben durchrennen war dann vielleicht ein Zufall. Keine Ahnung. Aber wir kommen da... Wow! Wow! Ich glaube, dadurch, dass wir den Headshot bekommen haben, dass wir nur durch diesen Headshot dann überlebt haben. Wow. Das hat reingedrückt. Die ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Da bin ich auch nicht lang gerannt wahrscheinlich. Gemeine. Hat ein bisschen was von Sens Festung, Schandstadt und ja. Ein bisschen was von vielen Ecken. So, wo kommen wir denn hier hin? Da geht's weiter hoch. Ah, ich weiß gar nicht, wo ich hier überall lang gehen soll. Bin ich jetzt überhaupt schon jeden Weg, den ich gehen konnte, lang gerannt? Ich glaube schon, ne? Oh, hier ist Gillegift. Okay. Wow. Okay. Interessante Gegner dort vorne. Ha. Huh. Was sagst du? Vision von Distanzkampf, ja. Wenn man jetzt Distanzkampf hätte, ne? Kann ich mich da drauf... Ich glaube, das tötet mich eher, bevor ich mich da draufstellen kann, ne? Oder? Ah, da kann man runter. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ich es probieren soll. Ach komm, was soll's. So. Okay, ah, da ist ein Gegner. Aber wir wollen jetzt erstmal genau hier hin. So. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Okay. Keine Ahnung, wo wir sind. Müssen wir uns echt ein bisschen umschauen. Das hier scheint eine Art Aufzug zu sein. Boah, leck, ey. Da kommst du ja gar nicht klar. Viel zu viele Wege. Geht's hier auch noch runter? Nein. Okay. Scheiße. Hier muss man echt erstmal klarkommen. Da ist ein Schalter, ein Hebel. Oh mein Gott. Alles voll mit Hebeln. Komm, geh mir nicht auf den Senkel. Ich muss hier weiter erkunden, du Stinker. Ah, hör auf zu leben. Nein, böse. So. Aber man hat eine coole Aussicht. Dieser Zaun irritiert mich. Ich muss hier genau, nämlich da außen vorbei oder dort hinten hin. War ja klar, dass dieser zerstörbare Zaun irgendwas zu bedeuten hat. Ein Einfallspinselgewürz. So, aber damit ist es natürlich nicht getan. Wir gehen auch hier rum. Und finden einen NPC. Geile Sache. Shush. You idiot. Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. You're a fugitive too, eh? Yeah. Why else would you be here? It's got death written all over it. You want to climb down here? I can lend you a ladder. But, how much can you offer me? Why, yep, I'm trying to help you, you know? Have you no gratitude? Downright rude, really. But I've got a soft heart, so... I let you off. This once. Okay, wir bezahlen die 2000 Seelen mal. Alright. It'll be just a Aber ich geh mal hier weg, nicht, dass der uns runterkickt oder so. What the hell, wo kommt die her? Ah, go on ahead.
I won't offer this deal twice. Okay, das bringt uns da runter, dann kommen wir an das Shiny, cool. Oh, what is it? What do you need now? Huh? So, wir können eine Geste lernen und da und zwar den Kniefall und sprechen erstmal weiter mit Leiterbauer Gilligan. Psst. Have you heard? Well, apparently there's this monster lady, right? The poison, well, does wonders for her body. You know, health and beauty and that sort of stuff. And I thought only human women were so petty. That creature, she was human once, you know? Yeah. In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband? He had feelings for another. The princess was desperate and sought eternal beauty. Hoping that it would restore the prince's affection. You see what I mean? Before long, the princess's ire transformed her into a monster. No. Listen here. When do you think this all happened? Long ago, when this very land was called something else. We say Dranglik now, but countless kingdoms have risen and fallen on this very spot. And this won't be the last. Oh no. That damned hag just can't let her old flame go. She's going to get us all burned. God's almighty. I'm not going to die in this dump. Okay, nichts Neues mehr. Gegenstand kaufen, was hat er denn so? Eine verstärkte Keule, eine Peitsche. Holz, also Mist hat er hier. Noch mehr Mist. Und Blutungsmesser, Aroma, schlick, 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 schlick. Blutungsserum verleiht Waffe, rechte Hand, Blutungseffekt. Leiterminiatur? Eine kleine Zierleiter, ein ansehnliches kleines Objekt, aber ohne Funktion. Dieses Ornament scheint keine bestimmte Fähigkeit zu besitzen und sollte keinen allzu hohen Preis haben. Doch in Wahrheit wird es zu einem unverschämten Preis verkauft. Kaufen. So. No, mate. These deals, they won't last. Okay, kein Thema. So, gehen wir mal hier runter. Zup. Ich habe erst gedacht, das wäre jetzt der Paid und der würde uns jetzt hier runter kicken. Oh, ein Pharos Wahrheitsferk. Ferk. Keine Ahnung, Ferk. Ver was? Ferk. Ferk. Keine Ahnung. Das erste, was mir einfällt, ist Verkauf, aber das macht keinen Sinn. Naja. So, dann haben wir dafür ein paar Seelen ausgegeben. Das ist definitiv annehmbar. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Ding hier. Und das war's. Okay. So, aber da hinten war noch ein Hebel, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, hier der. Geht dann jetzt das Gitter auf? Na? Wow! Nein! Oder doch? Doch, das war sogar gut. Das war sogar richtig gut. Aber ich glaube, das Ding kommt wieder runter. So, göttlicher Segen und sowas war das. So, die Frage ist, können wir damit jetzt auch eine Etage höher? Sieht nämlich so aus, als ob da oben etwas wäre. So, deswegen versuchen wir das mal und passen auf, dass wir nicht zerquetscht werden. Naja, da kommen wir definitiv auch hoch. Warum fährt das nicht mehr hoch? Hallo? Ah, jetzt. Ja. Jetzt, gut. So. Da geht alles in die Luft hier.
Und runter da. Ah, höher geht's gar nicht, okay. Ja, wie die abgehen. Und hier finden wir ein Mira-Schild. Nein, bleib da. Okay, okay, okay. Ah, der benutzt diese... Oh, hier ist so ein Vieh, okay. Ich dachte, das wäre gerade ein anderer Spieler, der mit so einer Waffe rumrennt. Okay, jetzt mal ein bisschen in Deckung. Oh, oh, oh. Ist gut, mein Freund. Reg dich ab. So. Grabwächter-Oberteil. Oh, wir kriegen so viel Zeug. Also wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich sagen, das ist wie Schuhe kaufen, ey. Ja, das war jetzt eine Verallgemeinerung. Regt euch ab. was war's? Grabwächter-Oberteil, ne? Oh, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es gar nicht so schlecht. Sieht bestimmt auch ganz gut aus. Gruftwächter. Lachen über die ruhenden Toten und achten darauf, dass ihr Schlaf nicht gestört wird. Ob König oder Bauer, klug oder töricht, reich oder arm, die Wächter behandeln alle mit derselben Sorgfalt. Sieht nicht schön aus. So. Okay, oh, da hinten wartet noch so ein Freund. Ist das eigentlich jetzt der Hauptweg, den ich gehen wollte? Ach, ich weiß es nicht mehr. War da hinten noch ein Weg? Ich muss mal gerade gucken. Ah nein, das ist richtig so. Wir sind ja hier runtergerollt. Aber ich glaube, oben gab es noch einen anderen Weg. Und den sind wir halt eben nicht gegangen, weil wir gerade eben hier runtergerollt sind. Oh, ein NPC. Well, we meet again. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. I don't quite have the guts myself. Well, we meet again. There's treasure. I don't quite. Ja, ich glaube, das ist dieser Paid, der Patches-Abklatsch. Sollte zwar einen schönen Ring haben, aber ich weiß nicht, ob ich ihn töten will. Ich lasse ihn mal leben. Öffnet sich nicht von dieser Seite, okay. Nein, ich will ihn eigentlich leben lassen, weil, ja. Er hat mir noch nichts getan und wenn es so bleibt, ist alles in Butter. Okay. Mist! Haha. Na, mein Freund? Ey, hör auf, dich zu heilen. So, voll wieder deinen Kopf erstmal. Oh, das war aber ein ausladender Schlag, mein Freund. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir die Feuerbälle gleich gegen den Kopf fliegen. Es gibt hier zu viele Richtungen. Und da oben sind die Feuerballdamen, ne? Ja. Oh, die ist ja fast nackig. Die ist ja fast nackig. Lecker. Hallo. Oh. Komm her. Tut mir fast ein bisschen leid. Ist sie in die Luft geflogen? Nö. Wow. Nein, ja. Was machst denn du da? Was macht denn die? Oh, die ist aber gelenkig, oder? Wow! Die hat ja Tricks drauf. Ach du Scheiße. Naja, das nenne ich Pech. Drachenamulett. Okay. Drachenamulett. Heilt Gift und stellt viele TP wieder her. Ein seltenes, uraltes Amulett, dem angeblich die Kraft der Drachen innewohnt. Es ist unklar, ob es Menschenwerk oder anderen Ursprungs ist. Interessant. Also wenn die sich so bewegen kann, die ist bestimmt anderen Ursprungs. Mimik! Nein! Da hinten dran ist eine unsichtbare Wand, das sieht man. Oder? Boah, das hätte mich fast getötet, ey. Scheiße. Ein wahres Wahrheitsverdingensens. Ey, komm, hier ist... Ach komm, da ist doch eine unsichtbare Wand. Da ist doch eine Wand hinten dran. Nein! Echt nicht. Ja, zumindest nicht so. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo das Ding einsetzen, damit die Wand überhaupt sichtbar wird. Jetzt haben wir, glaube ich, drei von den Dingern schon wieder. Oder zwei. Ja, wir haben zwei. Okay, das passt. Ach, und wir haben noch zwei Duftzweige. Damit können wir den NPC entsteinern. Und das war's, ne? Mehr habe ich jetzt gerade nicht, glaube ich. Also den NPC im Sündenhügel, den würde ich noch gern entsteinern. So, ja. Moment, wie kommen wir denn hier weiter? Gar nicht? Hä? Oder da runterrollen? Da runterrollen, ne?
Da runterrollen. Auf der Höhe war ich noch, nämlich noch nicht. Hopp. So, dann gucken wir mal gerade hier rein. Eine Truhe. Eine Falle? Schild hoch, komm. Na, keine Falle. Großer, schwerer Seelenpfeil. Naja, gut. Nichts für uns. Und was haben wir hier? Wobei ich mal gerade gucken... Achso, da ist der... Ah, da würde ich gerne hin, aber ich glaube nicht, dass wir den Fall oder den Sprung schaffen. So, was sagt der Freund jetzt zu uns? Well, good to see that you survived. Perhaps you're more rugged than I thought. In any case, the treasure is yours, since you went ahead and took the leap. I prefer a more cautious approach. It's hard to know who to even trust these days. For instance, I've heard that a man is out for my life. Now, what misunderstanding could have ever led to that? The poor bloke must have quite an imagination. You be careful too, my friend. For trust can be a dangerous thing. Okay. Ja. Okay, dann müssen wir uns hier jetzt wieder runterrollen. Da ist sogar ein weiterer Absatz, wo wir noch nicht waren, oder? Ja, tatsächlich. Aber ich würde schon gern versuchen, dahin zu springen. Das müsste eigentlich auch funktionieren, oder? Aber wie komme ich denn dann da wieder weg? Kann man von dort dann die Wand aufschlagen? Oh, ich weiß es nicht, ob ich das wirklich probieren sollte oder will. Ah, nein, lass mal gut sein. Lass mal gut sein. Wir gehen jetzt erst hier runter. Okay. Eine weitere Truhe, ja, super. Na, na. Blitzspeer. Aha. Okay, warum nicht? Ich wäre trotzdem saugern darüber gesprungen. Aber nö. Zu gefährlich, so. Okay. Das war das. Dann gehen wir jetzt wieder hoch und gehen mal den anderen Weg, weil, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja vor diesem Stück, wo die zwei Feuerwerferinnen waren, gab es ja noch die Möglichkeit, einen anderen Weg einzuschlagen. Moment, hier kommen noch zwei, drei Freaks runtergesprungen, oder? Oder die kommen jetzt angelaufen. Oder wir haben sie schon getötet. So, wir füllen aber unsere Flasks und alles auf. So. Da haben wir jetzt zwar wieder unsere Spackos stehen. Ah, oder auch nicht, die hören uns nicht mehr. Ja gut, wie auch, die haben ja keine Ohren, gar nichts. So, hier war irgendwo die Druckplatte. Hm. Diesmal sind wir sie wieder umgangen. Auch gut. Naja. Finde ich interessant, dass die Gegner uns nicht bemerken. So, dann sind wir hier, glaube ich, nach links. Ich guck nochmal. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Oder? Sind wir doch nicht hier lang? Nope, wir waren definitiv mal nicht hier lang. Sind wir echt in die andere Richtung? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ah, doch, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da nur ein Weg war. Na, einmal durch die Gülle, das war klar, ja. So, dann hier unsere Freunde. Okay, und dann geht's nur noch da runter, ja. Okay. Okay, gut. Dann durchs Gift. Komm, 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 komm. Okay, da brauchen wir Futter. So. Und dann geht es hier weiter, wo die zwei halbnackten Damen stehen. Hoffentlich versinkt sie nicht wieder so kribbelig im Boden. Wir sind der Pink Panther Schleicher. Wir sind wie der Mickey Maus. Wir können uns perfekt anschleichen. Auch wenn sie fast in unsere Richtung guckt. Hallo, meine Dame. Ah, weg mit dir. Oh mein Gott! Geh weg! Oh nein, 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 nein. Trink, 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 trink. Wow, war das so knapp. Scheiße, wie gut, dass der nicht so viel Schaden macht. Oh, Mann! Ja!
Und wir haben nicht in einer Sekunde von diesen drei Angriffen diesen scheiß Schild hochbekommen. Oh, Mann. Komm schon, Kumpel. Abnormal. Der Irrenjäger Schwarzbocken. Da kriegen wir nicht einmal mal den scheiß Schild hoch. Das ist nicht wahr. Naja. Okay. Gut zu wissen, dass da noch so ein Spasti steht. Dann werden wir halt eben die Drusen mit Pfeilen durchbohren. Wenn wir denn heute noch mal dürfen. So. Wenn wir überhaupt noch Pfeile haben. So, gut. Die Falle wird nicht ausgelöst. Ja, leck mich am Buckelchen, ey. Hammer. Da hätten wir auch mit den drei Flasks weitergehen können. Ich mag das Wort Flasks. So, da liegen auch unsere Seelen. Juhu. Okay. So, gucken wir mal, was wir noch so an Muni haben. 23 Giftpfeile. Das ist doch immerhin etwas. So. Und zack, zack. So, dann gucken wir mal. Zzt. Piu. Piu. Geh aus dem Weg, du anderer Spieler, du. Ich sehe wegen dir nichts mehr. Ich sehe wegen dir nichts. Boah, die ist sexy. Die ist sexy. Oh mein Gott, die hat uns getroffen. So viel zum Thema. Sexy.